Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Risen 3. Ich freue mich. Ja, ich habe mir gedacht, heute gehen wir erstmal ganz spontan mal schauen, wo wir uns hinsegeln können hier. Bring uns an Bord deines Kahns, Bring ja uns an klar. Bord deines Kahns. Klar, am besten wir nehmen das Boot. Das geht am schnellsten. Ja, bring uns mal dahin. Habe ich nichts dagegen. Schauen wir mal, wo wir hingehen. Also ich könnte die DLC-Maps machen. Das ist einmal Insel der Inquisition und, glaube ich, Insel der Diebe oder Insel des Nebels. Ich weiß gar nicht. Ich schau mal, was der hier sagt. Komm mit. Nein. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da. Steuer. Insee. Oh, da haben wir es ja schon. Insel, Heimat aller Piraten der südlichen See. Insel der Diebe, da ist die erste und, ich glaube, Kalador. Nee, Nebelinsel war, glaube ich, die andere. Ja, das sind diese zwei DLC-Maps. Und ich würde sagen, die ist kleiner, nehmen wir uns die hier vor. Yes. Hauptsache ich level down und dann kriege ich noch ein bisschen mehr Power und vielleicht eine bessere Rüstung. Bin mal gespannt, was mich da erwartet oder uns erwartet. Wird geladen. Ah, okay. Da fahren wir weg. Boah, haben die richtig schön gemacht. Wahnsinn. Gefällt mir unheimlich gut. Wird geladen, ja. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall bessere Waffen suchen. Vielleicht, ja, ob wir noch ein bisschen Gold finden. Ah, okay, geht direkt weiter. Oh, was jetzt? Was um alles in der Welt ist das? Der Grund, warum Admiral Alvarez dich sehen will. Geisterschiffe? Ich habe so eins schon mal gesehen, aber das war in einem Traum. Nein, 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 das ist kein Traum. Es ist Crow. Piratenkapitän Crow. Dieser Halsabschneider? Der ist doch schon lange tot. Er ist aus dem Schattenreich zurückgekehrt und entert jedes Schiff, das sein Wasser kreuzt. Mit seinen Schergen und seiner verfluchten Flotte. Schattenreich. Wir müssen hier verschwinden. Wenn sie uns entdecken, sind wir erledigt. Oh. Das heißt, es gibt bald auf jeden Fall nochmal eine Wasserschlacht, so wie es aussieht. Und vielleicht können wir das Schiff auch kapern. Dann werde ich natürlich so wie am Anfang vom Spiel meine Kanonen anmachen und draufballern. Wow, die Insel sieht ja geil aus. Guck, da gab es sogar schon Ruhm. Da bin ich ja mal gespannt. Ui, da unten ist schon gleich ein fettes Monster. Kapitel 2, neue Verbündete. Okay. Da ist die Insel, schaut sich an, ein fettes Vieh, oder da fahren wir weg. Da klatschen wir jetzt einfach weg. Schauen wir. Vielleicht sterben wir auch sofort, deswegen würde ich sagen, naja, können wir speichern jetzt. Ich will auf jeden Fall da bleiben. Und dann machen wir das auch. Part 5 müsste es sein. Part 5 ist das jetzt, oder? Part 5, Part 6, Part 6. 4 stand da gerade und machen wir einfach mal Part 5. Okay, Ich Bones. mache mir langsam ernsthaft Sorgen um dich. Du siehst furchtbar aus. Hau dich mal für ein paar Stunden ins Bett. Naja, wenn ich das nächste Mal einem Bett begegne, werde ich es benutzen. Hoffentlich. Toll, wie nett. Was machen wir mit diesem Kristallportal auf der Krankenkasse? Oh, cool. Was machen wir mit diesem Kristallportal auf der Krabbenküste? Solche Kristallportale bilden irgendwie eine Brücke zwischen unserer Welt und dem Reich der Schatten. Diese Welt, wohin unsere Geister verschwinden, wenn wir sterben, ist eine gänzlich andere Existenzebene. Sie ist voller Schatten und Illusionen. Nur selten kehrt jemand zurück, der einmal dort gewesen ist. Wir müssen sie vernichten, du hast mir den Dinger. Ja, Wir vernichten. müssen sie vernichten. Unbedingt. Wir können ja versuchen, sie mit einer Kanone zu beschießen. Warum nicht? Keine gute Idee. Diese Dinger sind verdammt widerstandsfähig. Vermutlich würden diese Scheißdinger die Kanonenkugel einfach wieder ausspucken. Aber ich bin kein Experte. Frag lieber noch einmal einen Zauberer, der sich besser damit auskennt. Das ist also die Insel der Diebe. Das also ist die Insel der Diebe. Ja, pass bloß auf deine Taschen auf. Außer du willst als Bettler enden. Hatte ich nicht vor. Gut, ich will zwar nicht behaupten, dass ich den Gnomen nicht traue, aber du traust ihnen nicht. Schon verstanden. Wie hast du deinen Geist wiedererhalten? Wie hast du deinen Geist wiedererhalten? Vergiss es. Das war etwas völlig anderes.
Die Geister fanden damals noch ihre wohlverdiente Ruhe auf der Insel der Toten. Diese Insel ist jedoch verschwunden. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Ja, hört sich krass an. Wie ist das möglich? Dein Geist ist offensichtlich immer noch auf der Reise. Machen wir das. Dein Geist ist offensichtlich immer noch auf der Reise. Das Lachen wird dir schon noch vergehen, mein Freund. Irgendeine Macht im Schattenreich greift mit seiner Klaue nach der Welt der Lebenden. Und sie ist sicher kein Freund der Menschen. So viel steht fest. Gott, bin ich böse. Komm mit. Komm mit. Klar. Klar. So hört sich das. Was kann helfen sein? Nix, okay. Später vielleicht. Vermisse ich ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, ich springe mal ins Wasser hier. Oder ach, wir können auch mit dem Schiff. Mit einem kleinen Ruderboot zum Strand. Ja, wundervoll. Dann schauen wir uns diesen geilen Ladescreen an. Da ist schon so ein Vieh. Aber, boah, ich will das fette Vieh töten. Und den Muscheln nehmen wir noch mit. Oh Mann, ich hoffe, ich sterbe nicht. Aber ist egal. Jetzt oder nie, ne? Wir schwimmen sogar richtig schnell dahin. Oder kommt der da nicht hinterher? Komm. Ja, er kommt nicht. Ist das Brett gerade runtergefallen. Okay. Schwert gezogen, da ist er schon. Wow. Ach Gott, Levitan. Er kann ja nix. Er kann nix. Hau ab, Levitan, war das Blut spritzt nur so weg. Aua, aua. Boah, der ist ja nicht so stark. Wahrscheinlich dem Level angepasst. Riesig und fett, aber hält nichts aus. So gefällt mir das. Zack, komm, stirb, Levitan. Ist vorbei. Ich will ihn töten, ich will. Ah, oh, da fällt er um. Wie ein Baum. Kann ich den klauen hier? Muschelzwämme, da war noch was. Warum ich nicht gesehen? Heldenkraut. Hört sich das schon wieder nach einem Held an. So, habt ihr das gesehen? Keine Angst zeigen, immer draufprügeln. Und dann wird das schon. Okay, da gibt's auch noch eine kleine Höhle da. Hm. Naja, ich würde sagen, wir schauen uns mal an das Gemetzel. Da ist eine Flagge. Vielleicht gibt's da was zu holen. Werden wir gleich erkunden. Keine Zeit und Ecke auslassen. Ich will alles mitnehmen. Muschel. Nix, nix, nix. Oh, Teleportstein, geil. Und ein Messer da. Ja, ja, quatsch jemand anders voll. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, ja, quatsch jemand anders voll. Misada, warum Homi sauer auf Ulvi? Ulvi ist Freund. Schon gut, war nicht so gemeint, Kleiner. Viel Ärger auf dieser Insel. Gno in Gefahr, Kobolde böse. Ulvi wollen kämpfen, doch Khan verbieten. Fremden ist es verboten, sich außerhalb der Palisade zu bewegen. Ihr habt ein Koboldproblem? Jip, jip. Kobolde machen schöne Insel kaputt. Viele Bäume nicht mehr an ihrem Ort. Und sie klauen besondere Dingi von Gnu. Jetzt Geister von alten Gnomschamanen verwirrt und kämpfen an der Seite von Kobolden. Doch ihnen darf nichts geschehen, sonst wird unser Volk untergehen. Oho, Kobolde gegen Gnome, alles klar. Die Kobolde beklauen euch. Die Kobolde beklauen euch also. Jip, jip. Ulbi nicht viel weiß darüber. Nur das eines von besondere Dingi ist großes Rohr mit Linse drin. Wenn du findest Rohr, bring ihn zu Khan. Rohr soll ich finden. Ich finde alles. Ich finde alles. Ist Khan? Khan Matar Alla Gno. Sehr weise. Na, den Chef können wir doch unmöglich warten lassen. Meinst du nicht? Ist wichtig, dass Homi mit ihm spricht. Dazu du folgen Palisade, bis du kommst zu Gnomendorf. Dort wirst du ihn finden. Er steht meistens in Mitte von Dorf. Warum verbietet dir Khan zu kämpfen? Khan gesagt, dass alle Gno sterben, wenn Ulvi greift Kobolde an. Ulvi nix möchte sterben, Homi. Darum nur bewachen Palisade. Nix Klopper, er gesagt. Ich klopp alles kaputt hier. Wenn es so besser nicht nur will ich zu handeln. Ach Quatsch, genau. Ach, Quatsch, was soll schon groß passieren? Quatsch. Du nix verstehen. Khan sagt, böse Magie am Werk. Ah, ja. Am besten du besuchen Khan. Denn große Gefahr lauert in Nähe. Kobolde haben viele Lager errichtet. Auch hier im Norden. Niemand darf sich ihnen nähern.
auch nicht deine Begleiter, Homi. Ich hau euch alle weg. Wir sollten uns das nördliche Koboldlager vornehmen. Ja. Wir sollten uns das nördliche Koboldlager vornehmen. Khan hat aber verboten. Du schon vergessen? Wir Gnor sterben, wenn du Kobolde angreifst. Ich weiß schon, was ich tue. Führ mich hin. Na schön. Hier entlang, Homi. Ach, bitte mich führen, oder was? Ah, hier können wir noch ein bisschen Fleisch holen. Aha. Machen wir. Schön Proviant. Kann man auch wieder viel töten hier. 38. So, da rennt er. Hä, da lang? Aber da, guck mal, da stehen doch schon Kobolde. Das sieht ihr jetzt schon. Okay. Also, ich gehe mal hier lang. Ah, da ist die Flagge. Da will ich jetzt erst hin. Cool. Kann man die da töten gleich, die Kobolde? Hau mal weg hier. Ja, das ist bestimmt wieder gut und böse hier. Gut heißt bestimmt, redet mit denen oder so, kann man die anders, aber ich will die töten. Ich bin der böseste von allen hier. Was mit ihm hier, der schwimmt mal eine Runde. Ha, die können wir uns von hinten anschleichen, hä? Ja, geil, schöne Mission hier. Komm hoch, schwimm, ich brauch dich gleich beim Kämpfen. Dann würde ich einfach mal sagen. Ich bleib hier. Hier ist ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gefragt. Ich schätze, in diesem Bereich der Insel gehe ich am besten alleine weiter. Bitte erzählt euch das Rohr. Da ist ein Bett. Okay. Captain, ich würde sagen, wir gehen messen. Entermesser, cool. Da kommt schon. Ja, der schießt mich ab hier, ich kann das auch. Oh, zack, daneben geschossen. Zack, komm her, du kleiner Gremlin. Ey, die sehen wirklich aus, die Gremlins mit den Ohren. Cool. Kommt jetzt auch bald wieder im Fernsehen, glaube ich. Nordi, komm hier, stirb jetzt. Ach, die sind ja schwach. Das ist schön. Hier gibt es überall Kobolde, die uns nur zu gerne das Rückgrat entfernen. Ja, ja. Die sollen mal ja kommen, da. Kleinen Gremlins hier. Mit seinem Messerchen. Oh. Oh, ich muss mal heilen hier. Die machen ja doch Schaden, obwohl die so klein sind. Machen die Kräfte gar nicht. Boah. So klein und schießt zweimal daneben, ey. Mei, oh mei. Ah, der ist schon weg. Boah, der löst sich auf. Ah, jetzt habt ihr kein Schiff mehr, hä? Jetzt seid ihr auf euch allein gestellt, jetzt werdet ihr sterben. Ah, die machen schon Schaden, das ist klar. Ich hab keine Rüstung an. Und da kommt der Dicke noch dazu, hilft mir, wa? Zack, erstmal heilen. Hallo. Ich hab gesagt, heilen. Hä? Auf den hab ich jetzt geschossen. Hab ich jetzt. Ach, so eine fette Schildkröte hab ich weggeschossen. Sau gut, ey. Zack, komm her, guck, Gremlin. Juhu! Und tot. Jetzt kann man erstmal sich suchen. Ein Messer. Ich hab echt eine Schildkröte getötet. Schildkröte tot. Ja, so geht das, Leute. Habt ihr gesehen, ne? Mal eben hier so ein Kobold-Dorf hier ausgerottet. Und der eine hat sich aufgelöst. Schade, ich wollte eigentlich was von dem haben, aber naja. Vielleicht später. Später vielleicht. So, jetzt haben wir noch den Geisterpilz hier. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Da war noch ein Kobold-Speer, ein Geisterpilz, ein Lagerfeuer. Da gibt's hier nichts mehr. Entermesser hat man gefunden. Ich wollte gucken, ob das besser ist. Da. 25, 30. Ne. Gut. Da ist ein Bett. Da könnten wir erst einmal schlafen. Weil da ja. Oh, da ist noch so eine fette Riesenkröte. Und der meinte ja, dass er müde und wir scheiße aussehen. Dann würde ich sagen, wir schlafen einfach mal bis zum nächsten Morgen. Ich speichere aber nochmal. Weil einfach besser ist. So. Na dann, gute Nacht. Legen wir uns mal hin und dann schauen wir, was passiert. Geht direkt weiter hier. Oh Mann. Was ist das denn zum Teufel? Was? Was zur Hölle ist das jetzt wieder für eine Scheiße? Cool, der Ding, der sagt das, was ich denke. Seelenstaub? Was war das? Seelenstaub? Seelenstaub! Wir brauchen Seelenstaub. Ah, diese komischen Viecher geben Seelenstaub, okay. Ich weiß noch nicht, was mir das bringt, aber. Ah, den kennen wir doch. Das ist doch hier von der vom ersten und zweiten. Ersten war das doch. Mendoza, ja. Ich hab's gewusst. Jetzt quatscht er mich auch noch an. Was zum Henker ist hier los? Jetzt sag bloß, du bist überrascht. Moment mal, ich... Es ist immer das Gleiche mit euch Neulingen.
Erst völlige Orientierungslosigkeit, dann kommt die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Schließlich kommt die der völligen Verzweiflung und des Wahnsinns. Aber ich kann dich beruhigen. Wenn sich bei dir in der Ewigkeit die totale Gleichgültigkeit einstellt, merkst du nicht mehr allzu viel davon. Wo sind wir hier, habe ich gesagt. Wo sind wir hier? Das willst du doch gar nicht wissen, glaub mir. Zu viele Fragen werden dich nur noch schneller in den Wahnsinn treiben. Aber ich muss wissen, was hier mit mir geschieht. Was tue ich hier? Ich gehöre überhaupt nicht hin. Doch, ich will wissen. Also sprich schon. Ja, bestimmter Ton, ja. Ich will es wissen. Also sprich schon. Du kannst die Wahrheit doch gar nicht vertragen, Bürschchen. Muss ich dich erst zwingen zu antworten? Du beginnst den alten Mendoza zu langweilen. Such dir jemand anderen, dem du deine dämlichen Fragen stellen kannst. Ich muss nun gehen. Halt, warte. Wow, jetzt ist er beleidigt. Oh Mann, mitten in der Nacht. Wirklich schlafen. Ich brauche dringend Hilfe, sonst werde ich noch wahnsinnig. Nee, ich will jetzt am nächsten Morgen schlafen. Ich kann den Tag gehen laufen, damit du was sehen. Ah, da gab es eine Minusseele, okay. Also wenn ihr irgendwie so Träume habt, kriegt ihr wahrscheinlich Minusseelen. Wahrscheinlich rauben die euch die Seele oder so. Hört sich cool an. Ich hoffe, dass wir so richtig böse werden und dann uns verwandeln in so einen Dämon oder irgendwie sowas. Das wäre schon eine geile, lustige Aktion. Ich bin ja mal gespannt, was passiert. Der Typ bleibt da stehen. Okay, ich wollte nochmal hier. Ah, hier ist ja... Oh, ein Krokodil. Okay. Zwei Krokodile, oder was? Nee, einer. Oh Mann. Aua, aua. Ah, da kommt er schon. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das Krokodil mal kaputt, ja. Weil ich könnte mal wieder so einen leckeren Gürtel gebrauchen. Ja. Zack, aus dem Dämon. Puh, oh, nicht mit meinem Schlammanzug kämpfen hier. Wie wär's mal mit der dicken, fetten Rüstung? Da kommt der andere wieder. Was macht er? Der klatscht, oder? Steht da daneben und guckt. Komm, machen wir was hier. Machen wir so einen Zaubertrick oder so. Alligator. Stier, Parek. Elender Alligator. Sau gut, ja. So, die Zunge haben wir geklaut. Jetzt nehmen wir mal ein Proviant. Und da liegt eine Muschel. Ich hätte so gern einen Alligator als Freund. Wow. Alligator. Okay, hier geht's irgendwie auf. Okay, ich will es nämlich nicht verlaufen, also gehen wir mal normal den Weg lang. Aber wir haben jetzt schon zumindest schon mal eins von diesen Dingern da, was er da gebraucht hat. Trophäe, irgendwas. So, hier ist auch nichts mehr los. Ah, da haben wir noch was. Eine Pflanze, ein Goldklee. Ich weiß gar nicht, haben wir noch was gesammelt, was wir essen können oder so? Heldenkraut, Härte, ja. Geil. Und Klingenblatt. Gibt nichts. Okay, aber Härte plus 2, das ist schon mal gut. Ach, hier ist auch noch ein Bett gewesen. Ha. Okay. Gut, dann wollen wir uns mal mit den Affen hier kümmern. Krallenaffe. Komm mal weg, kein Problem. Und ausweichen. Yes. Oh, oh, oh. Wo sind meine Jungs? Wo seid ihr? Kämpft ihr gegen zwei Affen? Ich hab keine Muni mehr. Ich steck wieder im Gebüsch. Ja, stirb du den Affe. Ich werde deine Kralle fertig hier schneiden. Ha! So langsam habe ich es raus hier. Drehschlag, Tornado. Und der Wilde mit der Rolle. Aua! Aua! Er hat seine Krallen nämlich hinein. Dann mit der Affen. Aber nichts kann mich besiegen. Und ich habe das leuchtende Schwert. Mann, jetzt stirb. Mann, ich brauche 7 Jahre, bis ich sterben. So, da rennt der kleine hässliche Kunde hier. Na du, alles fit? Später, Kopi-Pipi. Jo, versteh schon. Hoko-Koko-Homie. Ich bin ein Homie, Homeboy. Was haben wir hier für ein Kamel? Hop hop, ne, nix hop hop. Wo ist denn mein Gott, wo ist denn das schon wieder Mr. Bones, ey? Der braucht immer extra Einladungen, ich fass es nicht. Egal, ich will's hier rein, hier sieht's cool aus. Wir wissen, was das ist. Ich speichere nochmal, bevor ich unnötig sterbe. Weil ihr seht schon, es wird schon langsam ein bisschen schwieriger. Hab ich denn jetzt Ausrüstung, irgendwas? Kapitänshut, yeah, wo hab ich den auf einmal her? Ist ja sauber. Körper, guter Zip, boah, plus 20. Ja, das ist bestimmt das, was ich mitgekauft habe, oder? Yeah. Und ich renne ja noch so halb verwesen rum. Total schwach.
Geil, geil, geil. Gibt's auch ein Schwert dabei? Irgendwie ein besseres? Nö. Aber Rüstung, schaut euch das an. Way, 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 way. Das speichere ich nochmal vor Freude. Geile Sache, Leute. Ja, ich würde sagen, wir machen ab hier Stopp und dann schauen wir mal, was passiert und noch so erwartet hier auf diesen Insel der Diebe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.